Oh, mein Herr, ich bin bereit. Nichts kann mich von meiner Rache abhalten. Gib mir eine Waffe und eine Rüstung und ich werde euch dienen bis... Was ist das für ein Lärm? Bam! Er ist tot. Gleich zwei. Ich mach noch schnell mein Schild auf mich und dann geht's los. Beim Blut des Alvates. Ja, Dana, du bist super toll und hilfreich. Ich weiß Bescheid. Dana, du frisst richtig schön Schaden irgendwie. Boom, ein genau weniger. Bogenschützen, uncool. Sogar die Kühe bringen sie um, die Schweine. Ja, gut, einen guten Burger könnt ihr jetzt auch vertragen. Naja. Willkommen in Blumenberg. Der Bezaubernden. Hund tot. Kuh tot. Ochse tot. Alles tot. Das Haus brennt, da können wir nicht rein. Ist wirklich alles im Arsch. Diese Art ist ungemütlicher als Hügelspitze. Haltet die Augen offen. Es könnten noch Gnolle in der Nähe sein. Allerdings, da liegt was. Oh, Gnoll, Gnoll-Schamane, Gnoll. Oh, fuck. Dann segne ich uns mal eine Runde. Wo ist mein Segen? Hier. Ich ziehe es immer auf den, der in der Mitte von uns steht, weil es geht ja so schön kreisförmig. Okay. Ich habe immer noch die scheiß Krankheit an mir. Oh Gott, da ist ja noch einer. Boah, kritischer Treffer, sehr schön. Okay, Donna stürmt direkt da nach hinten. Oh Gott, da kommen noch mehr. Scheiße. Ich mache mal meine neue Geräuschexplosion. Einfach mal hier so auf den Boden. Und... Bumm. Ja, Tatsache. Sie sind gelähmt. Scheiße, Donna aber auch. Kacke. Es war nicht so geplant, muss ich sagen. Wissen wir, dass das auf Donner. Oh oh. Oh oh. Sau, Sau, rett mir den Arsch. Sau. Okay, wieder in den Fernkampf. Scheiße, die Sau ist tot. Ich brauche eine neue Sau. Ganz schnell, ganz schnell. Mach eine neue Sau. Mach sofort eine neue Sau. Scheiße. Bumm. Da hat es mich auseinandergerissen. Ich möchte nicht neu einsteigen. Ich möchte keine Erfahrung verlieren. Das heißt, ich muss laden. Habe ich einen Quicksave mal gemacht? Erst hier! Oh Gott, ich muss nachspielen. Bis gleich. Okay, ich bin doch wieder in der Krypta. Und Donna ist gerade verreckt. Ich sehe noch nicht mal mehr eine Leiche von Donna. Super, Donna ist gerade explodiert. Was soll denn der Scheiß? Oh, fickt euch doch. So, jetzt. Donna ist so doof. Ist so doof. Was gibt's denn? Okay, ich habe mich mal umentschieden. Wir machen es diesmal mal so. Wir nehmen den Ring, teleportieren uns... Wir teleportieren uns hier nicht. Wir müssen aus der Krypta doch raus. Wir teleportieren uns zu Ayala, dann können wir dort vielleicht noch ein bisschen Erfahrung abholen. So nach dem Motto, boah, toll, du hast die Hand wieder. Du bist so gut, du bist so gut. Oh, ich bin unwürdig. Irgend sowas. Und dann komme ich auch in Hügelspitze wieder raus und kann den ganzen Kack mal verkaufen oder so. Donna hat Angst, Donna heilt sich eine Runde. Darf ich jetzt hier bitte wieder rausteilen? Nee, ach, die ganze scheiß Krypta hat ein Anti-Magie-Feld oder so. Oder zumindest Anti-Teleportationsfeld. Was auch immer. Ja, der Umhang ist natürlich wieder nicht identifiziert, weil ich das noch nicht gemacht habe. Also schnell raus hier. Damit ich mich wieder teleportieren kann. Verkaufen wir halt unseren Scheiß in Hügelspitze. In Blumenberg ist ja doch nichts geworden. Die Leute sind dort ein bisschen anderwertig beschäftigt mit Todsein und so. Ihr wisst ja. So, darf ich mich jetzt bitte... Ole, ole, einen Fokuskristall verbraucht. Aber pff, schon wert. Ich habe ja auch so einen super tollen Gegenstand bekommen. Also insofern, Ayala. Gibt es Neuigkeiten über die Artefakte? Ich habe die mumifizierte Hand gefunden. Hervorragend. Um ehrlich zu sein, hatte ich bei diesem Artefakt die meiste Angst, dass es in die falschen Hände fällt. Belferon war ein fürchterregender Unhold und das ist noch untertrieben. Wenn ich so nachdenke, fällt mir tatsächlich noch etwas über die Hand ein. Es kann sein, dass sie euch den Weg zu den anderen Artefakten weisen kann. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ihr könntet versuchen, ob die Hand euch zu ihnen führt, falls es nötig sein sollte. Wollt ihr sie zu diesem Zweck behalten? Ja, warum nicht? Ja, wenn es hilft, ich behalte sie. Sehr schön, aber seid vorsichtig damit. Vielleicht kann sie noch mehr als auf Dinge zu zeigen, Mick. Habt ihr noch etwas anderes gefunden? Nee, noch nicht. Kann ich sonst noch irgendwie helfen? Nee, ich brauche jetzt keine Heilung. Zurück teleportieren will ich jetzt nicht. Wie geht's Meister Drogan? Dank den Heilmitteln schon besser. Er verliert zwar immer noch wieder mal das Bewusstsein, braucht noch meine Pflege, aber die Aussichten sind gut. Okay, ich sollte jetzt gehen. Tschüss. Dann
schleiche ich jetzt mal im Schneckentempo runter nach Hügelspitze und drück den Händlern mal wieder Zeug in die Hand. So, vor allem dem Schmied und so. Der Schmiedin, ja. Das war ja eine Schmiedin. Gut. Und ich kann sogar einen super Trick. Schaut mal. Wusch! Quer durch die Welt teleportiert. Funktioniert das nicht klasse? Ist doch herrlich. Okay, Fiona. Seid mir gegrüßt. Handeln. So, was machen wir? Tja, den Umhang kann ich nur mit dem Zauber. Ach, die identifiziert Zeug für mich. Ist das so? Ja, ich kann hier mein Zeug identifizieren lassen. Das ist gut. Für den gebe ich es aber nicht aus. Da weiß ich ja, was es ist. Aber den Helm will ich endlich mal sehen. Zeig her. Adleraugen. Entdecken plus 5 bringt der mir. Okay. Ja, den kriegt dann aber wirklich Donner an. Denn die kann das so schon besser als ich. Das Amulett könnte doch auch was Tolles sein. Amulett der Kälteresistenz. Okay, prinzipiell nützlich. Kriegt aber auch mal Donner an, sicherheitshalber nur. Den Hammer. Tja, der Hammer ist jetzt 6 Goldmünzen wert, wenn ich ihn verkaufe. Dann identifizieren wir ihn mal. Eiszermalmer. Hat sogar einen eigenen Namen. Er ist ein Hammer plus 1 mit noch einem Bonusschaden Schallpunkt. Und jetzt ist er 500 wert. Das ist doch fantastisch. Ding, ding. Und wir haben Gewinn gemacht. Und den Umhang hier wollte ich auch noch. Elfen. Scheiße, ich habe den falschen identifiziert. Ach, Kacke. Was soll's. Umhang von Askalhorn. Oh. Ach so, war das der jetzt aus der Krypta? Das kann auch sein. Schadensresistenz, Wucht. Das bedeutet Wuchtschaden. Und Wuchtschaden ist, wenn man mit einem Knüppel oder einem Hammer auf den Kopf gehauen bekommt. Das ist wuchtig. Ein Schwert hat keine Wucht, das ist dann Schnitt, glaube ich. Und dann gibt es noch Stich oder sowas oder so. Egal, auf jeden Fall, wir sind gegen Hämmer etwas resistenter. Das ist gut, das ist gut. Das ist gut. Außerdem haben wir endlich mal einen Umhang an. So, das Zeug kriegt als Dornen. Hier, der ganze Rotz zum Verkaufen. Wie geht's am schnellsten? So, klick und klick und klick. Und ein Bärenfell, nein, ist nur 2 wert. Die Tiertrainerhandschuhe, niemand von uns trainiert hier. Den Goldring, 129. Säurefläschchen, bum, bum, bum. So, war's das? Tja, hier der Quarz und Malachit und alles. Vielleicht gehe ich nochmal oben zu Drogans Labor und lese mir nochmal in Ruhe durch, wie ich die Fokuskristalle mache. Vielleicht kann ich noch einen wieder nachmachen oder so. Das wäre auch nicht unnütz. So. Bietet die sonst irgendwas an? Schwächere Panzerhandschuhe der Ogerkraft. Einfach Stärke plus 1. Naja. Naja, naja. Flammende Handschuhe plus 2. Angriffsbonus plus 2 allgemein ist nicht schlecht und ja, nur benutzbar von Mönch. Schau ich mal nach den Laufstiefel plus 1. Konstitution plus 1. Das ist nichts Verkehrtes. Oh, die sind aber auch teuer. Ein besonderer Helm dabei. Dickes Turmschild. Mein normales hier hat 2. Rüstungsklasse 2. Und das Turmschild hat 3. Für der Rüstungsmalus minus 10, aber was der jetzt noch genau bringen soll, weiß ich noch nicht mehr. Aber ich denke auch nur so für Schleichen oder sonst so Geschicklichkeitssachen. Das wiegt 19, das wiegt 15. Tja, habe ich auch noch mehr Gewicht dabei, aber. Oh, da haben wir noch ein großer Schild plus 1, aber den kann ich mir nicht leisten. Der hätte auch nur 2. Hm? Ja, seltsam. Naja, habe ich eh nicht genug Geld. Das Turmschild, 159. Soll ich nicht? Ich weiß nicht. Wie sieht's mein Platz jetzt aus? Das kriegt alles noch Dorner. Das ist Müll. Ich gebe erstmal das Zeug Dorner anschauen. Ja. Und Ausrüstung. Ja, da, nimm schon. Wo war's denn alles? Amulett der Kälteresistenz, da, der Elfenumhang. Ja, verstecken. Ne, den wollte ich verkaufen. Stimmt, der kommt weg. Aber hier, entdecken, den kriegst du, den Helm. Noch einen zum Verkaufen, okay. So, Rest. Ja, Rest kann sie behalten, bis auf das dumme Beil hier, das brauchst du nicht mehr. Also. Seid mir warum ist die Reaktion unfreundlich? Warum kann mich Fiona nicht leiden? Was soll das? Verstehe ich nicht. Elfenumhang wieder 300 noch was wert und scheiß Helm für 4 und das Beil für 3. So, wir haben über 1000. Wir haben ein bisschen Geld gemacht. Hat ja tolle Waffen irgendwas.
Dicke Armbrust. Bolzen habe ich genug. Noch über 200, das reicht. Riesenwaffen. Dickes Zeug. Boah. Schaut euch das Scheißding an. Amok. Ist ja wirklich Amokstens. Und sonst magische Gegenstände, Goldhalskette, Rüstung plus 1. Nee, ich glaube, das war's so. Gehen wir wieder. Wie viel Platz habe ich jetzt? 85. Nur 85. Boah, ich muss echt mal was für die Stärke machen, ey. Echt uncool, oder sind die Tränke hier, die wiegen dann auch wieder 10 insgesamt. Nee, nicht fallen lassen, Entschuldigung, wollte ich doch gar nicht. Heb sie wieder auf.